Ja, hallo meine Lieben. Freut euch denn ab sofort jeden ersten Dienstag im Monat gibt's eine Gala-Party. Wie komme ich darauf? Ja, wisst ihr, uns fehlt hier in Alanya etwas, ja? Okay, ein Theater haben sie ja jetzt mittlerweile, ein gutes Theater. Da einen Christkindlesmarkt haben wir auch und das ist auch schön. Die sollten es ruhig mal eine Woche lang durchziehen, Christkindlesmarkt. Da ist immer so voll, die zwei Tage da immer so brechend voll. Ja, das ist der Hammer. Kommt ja gut an. Wir brauchen mehr Sachen und ja, ihr habt alle bestimmt schon diese Videos gesehen, wo es heißt, du bist die Veränderung. Ja? Also wenn du jetzt wartest, ja, die Welt müsste sich verändern, die Leute müssen sich verändern. Nein, du bist der Macher, du bist die Veränderung. Ja? Und das ist ja das Geile am, wie sagt man, dass die Menschen den freien Willen haben. Das ist so geil, das ist so geil. Da kann ich Gott jeden Tag mich vor ihm hinknien und ihm Danke sagen und seine Füße küssen. Tausendmal für dieses geile Ding, was sich freier Wille nennt. Das heißt, wir sind in ein Spiel, wo wir alles steuern können. Machst du schlechte Sachen, bist du halt dann böse und willst halt dann auch böse enden. Machst du gute Sachen, dann siehst du, wie die Leute lächeln, dann siehst du zum Beispiel unsere Mittwochstreffs, die ja weiterhin natürlich bleiben. Wer Lust und Zeit hat natürlich, ja. Da freue ich mich jedes Mal und da shaker ich immer mit Mädels, die sind 80 Jahre alt, über 80 Jahre alt und total lieb und lustig und noch zum Glück auch fit, geistig und auch körperlich und oder mit unseren anderen, wir machen mal Witze und echt geil, ja. Hier nochmal mein Dankeschön an alle, ja, die mit dran teilhaben und die, es wird ja immer voller, das letzte Mal haben wir ja nicht mal mehr Tische gehabt, ja, und das ist wegen euch so, ja, nicht wegen mir, ich bin ein kleiner Wurm. Aber dieser kleine Wurm, also ich meine jetzt nicht meinen kleinen Wurm, der wirklich ein kleiner Wurm ist, ja, sondern ich meine jetzt mich selber, ich kleiner Wurm, habe verschiedene Sachen neulich halt mitbekommen. Zum Beispiel, verändere nicht die Leute, verändere nicht die Welt, sondern veränder du halt das oder dich, ja. Und dann habe ich zufälligerweise vom Herrn Michael Ruge, seine Videos kann man wirklich mal anschauen. Das ist für mich das Deutschland, was ich mag. Ja? Das ist für mich das Deutschland, was ich mag. Und auch solche Leute wie ihm und seine Begleitung oder seine Frau und auch seine, darauf komme ich jetzt, worum es geht. Ja? Schaut euch jetzt mal einfach mal das an. Die haben halt ab und zu mal, alle paar Monate mal, solche Gala-Dinner. Ja, und es geht hier wirklich nicht um Geld, um so ein Gala-Dinner mal zu machen. Also, natürlich kostet das Geld, ja, aber um so ein Gala-Dinner mal zu machen, da gehe ich dann lieber einen Monat lang überhaupt nicht mehr essen und gehe einmal im Monat zu diesem Gala-Dinner. Man zieht sich schick an, aber ich rede jetzt wieder zu viel, schauen wir uns das Ganze mal an. Wisst ihr, ich bin ja aus Nürnberg und Nürnberg ist eine Arbeiterstadt, hat nichts Besonderes, ja. Aber ich muss sagen, partymäßig echt sehr gut. Meine Kollegen, da gibt es eine Zeitschrift für die Stadt, die heißt Kurt und die haben regelmäßig Partys gehabt oder unsere Künstler haben regelmäßig Partys gemacht und musste man halt auch halt schick kommen, wenn oder nach Motto, je nach Motto, ja. Die haben tolle Ideen immer gehabt. Ich hatte ja meinen eigenen Laden und oder die eine Party hieß Thekenschlampen. An diesem Abend musste man seinen Laden zulassen und mit seinem ganzen Personal
zu dieser Veranstaltung gehen und das waren Partys. Ich sag's euch, wer mit mir bei Facebook befreundet ist, der kann sich die Fotos anschauen. Ich habe die alle öffentlich. Dagegen ist Puff Diddy, seine Partys waren ein Furz dagegen. Ja? Also unsere, auch meine, auch selbst veranstalteten, wir haben Partys gehabt, also wirklich mega. Ja? Oder halt von Künstler paar, seht ihr, ich werde wirklich alt, oder weil ich schon lange nicht mehr sowas gemacht habe. Wie nennt man so, wenn eine Galerie eine Ausstellung hat oder eine Party hat, eine Ausstellung hat? Vernissage. Oh, ich bin doch nicht so alt, ja. Also so Vernissagen, da kam man halt und hat die coole Leute getroffen, hat mit denen gequatscht, ein Schlückchen getrunken. Und alle, die jetzt hundertprozentig gegen Alkohol hetzen und dass ich ein Dämon bin, weil ich ab und zu mal Alkohol trinke, kann ich nur sagen, Leute, wenn man gut damit umgehen kann, ist überhaupt kein Problem. Und schreibt mir nicht vor, wie ich leben soll. Ja? Der da oben wird mich dann, wenn es mal soweit ist, wer weiß wann, empfangen und mich dementsprechend richten. Und ich denke mal, der wird eher mich umarmen und küssen und Danke sagen. Ja, Gott. Gott. Ich rede von dem Obersten. Ja? Und ich werde eine Million Mal Danke sagen für alles, was es hier auf der, was er geschaffen hat auf der Erde. Und es ist so geil und so cool, ja. Wenn man halt kein Arschloch ist. Versteht ihr? Das ist ein Riesenproblem. Es gibt einfach Menschen, die sind Arschlöcher. Ja? Und die sollen sich fernhalten. Ich sage ja immer, zu unserem Mittwochstreffen kann jeder kommen. Nicht nur meine Kunden, jeder. Auch die, die woanders was gekauft haben, können kommen. Ja? Kein Problem. Lasst nur, wenn ihr Probleme hattet, das draußen. Oder klärt es mit euren Leuten, nicht bei uns. Da geht es nichts um Geschäft. Da wird überhaupt nichts. Vielleicht mal helfen oder was, wenn eine Wohnung gesucht wird oder was auch immer zum Mieten oder was auch immer. Da, aber ansonsten überhaupt nichts über Geschäft, da wird nichts Geschäftliches geredet. Und jetzt komme ich zur Sache. Wir brauchen unbedingt einmal im Monat so eine Gala. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz. So eine Gala, wo man sich die ganze Woche drauf vorbereitet, das ganze Monat drauf vorbereitet, darauf freut. Und sich schick anziehen muss, ja, sich schick anziehen muss, muss nicht unbedingt ein Wrack sein oder ein Anzug oder was auch immer. Die Damen haben es ja eh einfach ein schönes Kleid, ein schönes, wirklich schönes Kleid, ja. Und bitte auch nicht cool oder so meinen, erscheinen zu müssen. Nein, einfach was Schönes, Elegantes, auch die Männer, ja, muss ja unbedingt nicht ein Anzug sein, aber wenn ihr einen habt, umso besser. Schaut doch da lustig aus und cool. Und Krawatte, je nachdem, ob ihr einen habt oder nicht. Ja? Ein Jackett wäre nicht schlecht. Ja? Ein Jackett. Also bitte zu dieser Gala, die um 19 Uhr beginnen wird, jeden ersten Dienstag im Monat. Ja? Um 19 Uhr wird es beginnen. Da müssen wir jetzt dazu sagen, also bei unserem Mittwochtreffen ist ja wurscht, ihr könnt Wasser trinken, Tee trinken, das ist egal. Ja? Nur, es geht um die Gala. Und bei der Gala wird halt auch gut aufgetischt und man hat ein 5-Gänge-Menü. Ist, Leute, es geht mir hier nicht um Geld machen oder sowas. Ja? Am Mittwoch, zum Beispiel mittwochs, ja, meine Kunden, die vorher bei dem Italienischen, wo wir uns getroffen hatten beim ersten Mal, da haben wir alle gedacht, hä, das kann doch nicht sein. Die haben nämlich dann gesagt, für Gruppenveranstaltungen tun sie 10% Aufpreis verlangen. Ja? Ohne Schmarrn. Ihr könnt meine Freunde fragen, die auch dabei waren. Ja? Und da haben wir halt überlegt, wieso haben die es nicht vorher gesagt? Naja, dann gehen wir halt wieder, haben wir gedacht gehabt, was soll denn es? Normalerweise denkt man immer, man kriegt es vergünstigt. Ja? Wenn man in größeren Gruppen kommt, kriegt man was günstiger oder sowas. Ja? Nein, da müsstest du 10% mehr zahlen. Wobei ich jetzt hier nicht den Laden schlecht machen will, ja, aber das war echt keine gute Idee von euch, sorry. Ich werde trotzdem immer wieder mal da abends hingehen, ja, mit meiner Frau, ja. Für einen schönen romantischen Abend ist das ideal dort, ja. Nur, die waren halt ein bisschen zu Stock im Arsch mäßig, ja. Und, aber wie gesagt, ich werde da trotzdem weiterhin hingehen, aber nicht für große Veranstaltungen. Die Leute, ich hab Bedenken gehabt, dass die Leute denken,
Ah, die 10%, die kriegt dann der Ali oder was? Nein, ist mir so scheißegal. Unsere Mittwochstreffen gehen mich nichts an. Auch dieser Gala-Ding. Übrigens, nur zur Info. Die wollten mir, ich trinke immer diesen roten Erdbeer mit, wie heißt der? Ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil ich sowas selten trinke eigentlich, ja. Und bis auf dem letzten Mal, da habe ich 5 Stück davon gehabt. Und die haben mir dann gesagt, ja, die 2 letzten gehen auf uns, weil du diese Veranstaltung immer organisierst. Ne? Hab ich gesagt, nein, will ich nicht. Ich möchte genauso wie alle anderen hier auch bezahlen. Und ich möchte von euch ja nichts haben. Ihr könnt, wenn ihr wollt, Knabberzeug auf den Tisch hin tun. Und das war's. Aber ich möchte nichts dafür haben. Und macht euren Job gut. Mehr wollen wir nicht. Und ich will da nichts verdienen oder was auch immer. Ja? Ich habe meinen Job als Makler und meine anderen Sachen. Und deswegen, ich finde es schön, wenn wir uns da treffen mit allen. Ich finde es schön, wenn wir da sehen, und daran will ich überhaupt nichts verdienen. Ja? Und jetzt komme ich zu dem anderen, was echt fehlt, abends, wo man auch ein bisschen so tanzen kann, shakern kann. Hier ist natürlich etwas, das Ganze luxuriöser aufgebaut, aber so ein Gala-Dinner, schönes Kleid, schöne Musik. Wir fangen mit normaler, schöner Musik an und am Ende muss es halt einfach geile Musik sein, wo wir alle dann abtanzen, ja. Ob 80-jährige Damen, die wir einige haben, die ich alle schätze und liebe und echt lustig auch mit denen immer ist. Oder halt jüngere, ist ja wurscht. Und es ist mir echt egal, wie alt die Leute sind. Kommt einfach, wenn ihr Lust habt. Die einzigen Bedingungen sind, ihr müsst in dem Fall dieses Menü mitbestellen und mitessen. Ja? Wenn ihr sagt, ich habe aber keinen Hunger, dann kommst du einfach nicht. Ja? Oder wenn du sagst, ich habe kein Jacket, ich habe wieder mal nur meine kurze Hose. Ich laufe im Sommer nur mit kurzer Hose rum und ohne Socken und nur mit Sandalen. Also ich. Ja? Allerdings, der Laden, die da waren, wissen ja, der hat eine sehr gute Klimaanlage, weil es einigen zu kalt war. Und auch im Sommer werden wir dann, wenn wir alle noch bis dahin leben, dort dann unsere Abendgalas haben. Die Damen, die egal welches Alter, ja, ich muss auch immer den Jörg, seine Mama loben, ja. Immer schickes Kleid, immer tolles Kleid, super geschminkt, ja. Und auch Peter, seine Mama, die hat aber dann, die war dann neidisch und hat gemeint, ich kann auch so ein Kleid mal anziehen. Die ist so süß. Ja, ich weiß, du hörst zu, das war jetzt nur Spaß. Ja. Auf jeden Fall toll. Und ob es Marianne und Ute, die immer toll angezogen sind, und unsere ganzen anderen Gäste, auch viele neue Damen, top. Auch unsere Männer, top. Ja, keiner ist mit irgendeinem, wie manche Assis immer rumlaufen in Alanya, aber die werden zum Glück weniger, weil wir ja, weil es ja langsam sich zu einem besonderen Platz entwickelt. Diese schulterfreien T-Shirts, ja. Nein, bitte nicht. Der Türsteher vom Restaurant oder der Besitzer oder der Ober, den habe ich dann auch damit beauftragt, wer so und so ausschaut, gar nicht mal bis zu uns lassen, ja. Tschüss und weiter, ja. Gönnt euch das bitte einmal im Monat schicker anziehen, eine Gala-Veranstaltung, ein Gala-Dinner. Ja, danke an Michael Ruge. Ihr könnt seinen Kanal gerne besuchen, wenn ihr wollt. Und lasst ein Like bei ihm. Oder abonniert ihn. Immer wieder interessante Sachen drin. Und das liebe ich an Deutschland. Ja, das ist für mich Deutschland. Ja, für mich ist nicht Deutschland dieses assige Sindel, was nur von Hartz IV oder wie das jetzt heißt, lebt. Das ist nicht Deutschland, meine Lieben. Das ist nicht Deutschland. Ja, für mich ist Deutschland das Land der Fleißigen, das Land der Ideenreichen, das Land der interessanten Persönlichkeiten. Schaut, wie manche Damen da
ihre Kleider, spezielle Kleider. Ja, oder und die Männer auch, ja, auch schick. Ja, wie gesagt, man muss nicht unbedingt Anzug anhaben, aber keiner kommt in kurzen Hosen oder Sandalen, ja. Und wer irgendwie meint, er muss aber so kommen, das ist meine Party. Ihr könnt gern eure Party machen. Das gleiche gilt auch für meinen Kanal, weil manche ab und zu mal sagen, Ali, musst du manchmal so derb sein? Das ist doch ein Immobilienkanal. Damit verschreckst du doch so viele Leute. Du, mach's einfach besser. Mach deinen Kanal und mach es besser. Okay? Mach du deinen Kanal und mach es besser. Okay? Und mir muss es Spaß machen. Und ich muss meine Arbeit ordentlich machen. Das ist wichtig. Die Leute müssen am Ende zufrieden sein. Und sie müssen noch am Ende ein Lächeln im Gesicht haben. Und das haben meine Kunden. Okay? Außer sie sind von selber innerlich zerfressen. Gibt es ja auch immer wieder Menschen. Ihr kennt auch Leute, die sind top und lustig und super. Und dann gibt es wieder die, wo halt alles verloren ist. Ja? Und um Alanya interessanter zu machen, um Alanya besser zu machen, gibt es jetzt jeden ersten Dienstag, einmal im Monat aber, ne, um 19 Uhr diese Gala-Party oder Gala-Dinner, nennen wir es Gala-Dinner, okay? Veranstaltet von mir, wie auch dieses Mittwochstreffen. Und Mittwochstreffen habe ich immer bis jetzt gemocht, war ja wie oft 4-5 Mal bis jetzt. Und es kommen immer mehr Leute. Ist es besser, wenn mehr Leute da sind oder schlechter? Also, naja, wenn mal keine Sitzplätze mehr da sind, dann müssen wir uns halt was anderes überlegen. Ne? Aber es ist noch nicht so. Wir haben jetzt knapp 70% vom Laden, kannst du sagen. Ja? Und es ist super. Ja? Wir müssen auch überlegen, ob wir nicht Mittwoch auch ein bisschen so tanzen können oder irgendwie anders den Tisch gestalten können, dass wir gemeinsam mehr reden können. Und wir müssen auch irgendwie so machen, dass man die Neuen, die dazukommen, jedes Mal sind neue dabei, mit reinnehmen, und wir müssen Hilfe anbieten, ja. Wir müssen Hilfe anbieten, aber bitte helft mir dabei. Ich kann das nicht alleine stemmen, okay? Aber wisst ihr was? Dieser Mittwoch ist wichtig, aber dieser Gala-Dinner-Abend ist viel wichtiger. Also 5 Gänge-Menü. Und ich sage halt denen, die sollen irgendwie einen guten Preis machen. Ja? 5-Gänge-Menü, was ist denn das mit 5-Gänge-Menü, Ali? Ja, 5-Gänge-Menü, erstens mal eine gute Suppe. Also es muss halt das Menü muss halt jedes Mal, meinetwegen, unterschiedlich sein. Muss ja nicht, aber es muss immer abgestimmt sein und zusammenpassen. Ja? 5-Gänge-Menü, als erstes eine Suppe mit einem schönen Blatt Basilikum dazu. Dann kann auch einfach eine leichte, klare Suppe sein. Ja. Als zweites die Suppe ist die Vorspeise. Danach die Vorvorspeise. Entschuldigung, die Vorhauptspeise. Und das ist dann Carpaccio oder irgendwas in Scheiben. Und gut. Ja. Und falls jemand vegan ist, bekommt er alles halt auch ähnlich in veganer Ausstattung. Ja. Dann die Hauptspeise. Ich würde beim nächsten Mal verschiedene Fisch- und Muschel- und Kalamari-Sorten oder Weichding empfehlen. Und als Nachspeise dann einen schönen Kuchen mit Cappuccino oder Mousse de Chocolat oder sowas. Und als zweite Nachspeise was Türkisches, ob es Baklava ist oder was auch immer, eine türkische Nachspeise. Und das Ganze wird natürlich ewig dauern, aber darum geht es auch, ja. Zusammenhocken und zwischendrin schöne Musik, und zwischendrin nach der Hauptspeise wird eine Stunde Pause gemacht zum Tanzen. Da wird dann gute Musik aufgelegt und dann wird getanzt. Okay, Leute. Warum das Ganze? Ach Leute, einmal die Woche schick anziehen. Ob das Motto, wo wir uns immer mittwochs treffen, dafür der richtige Laden ist. Aber das Problem ist, ein anderer Laden muss halt dann auch schick sein. Ja? Und probieren wir es mal dort, da wo wir uns immer treffen. Das ist immer so
irgendwie unser eigener Bereich. Das finde ich gut. Die Preise sind auch gut dort, muss ich auch sagen. Personal, also der Chefkellner ist super. Seine Kollegin ist auch super. Aber diese süße kleine Maus, die ist ja wohl unten durch. Ja? Der hat den, war es der Richie oder der Peter, die hockten ja nebeneinander, einen Kaffee gebracht. Und der hat gesehen, dass er verschüttet wurde, hat nichts gemacht, aber es hat dann der Chefkellner gesehen, hat gleich ein Taschentuch gebracht, hat dann das unter die Tasse drunter und gut war's. Ja. Und ja, Leute, also, und was es kosten wird, keine Ahnung, 5-Gänge-Menü, das Problem ist ja, ihr wisst ja selber, wenn man sowas kauft, ist ja schon sauteuer. Was hat einer mal geschrieben bei so einer idiotischen Facebook-Auswanderergruppe, die überhaupt keine Ahnung haben, die Vollidioten. Was hat da einer geschrieben? Der hat geschrieben, oh, ich war ein Steak essen in dem Laden. Ich will jetzt keinen Namen nennen. In dem und dem Laden. Die wollten 600 Lira für den Steak. Ey, das ist doch günstig, du Depp. Das ist doch günstig. Das war nur 300 Gramm. Geh mal in den Metro, kauf mal ein gutes Steak. Du bist mit dem Gleichen dabei und die müssen noch dazu Pommes noch braten und was auch immer noch dazu als Beilagen dazu machen, ja. Ey, Leute, das, so geht's nicht mehr. Die Türkei, ich finde das gut, dass die Türken endlich mal das verlangen, was sie verdienen, ja. Das habe ich damals, wo ich ja mein Büro Café hatte in da in Kestel, was sehr schön war, und da haben sich dann manche beschwert, dass ich dann 15 Lira für ein Cappuccino mit einem Keks dazu und ein Wasser noch dazu verlangen wollte. Ja, damals haben aber schon andere 30 verlangt gehabt und ich habe halt noch ein wenig gewartet mit dem Preis. Ja, und Entschuldigung, ja, oder manche verlangen 1 Lira für einen Tee. Sag mal, bist du blöd? Ich muss Strom bezahlen, den Kellner bezahlen, der seinen Arsch hochbekommen muss, dass er bringen muss. Da muss er also um 100 Lira, also 3 Euro irgendwas, um 100 Lira zu verdienen, muss er also 100 Mal hin und her laufen und dann Tee dir hinstellen. Ja? Nix. Ich kenne doch unseren Rekka-Café. Ihr liebt ihn ja, die meisten lieben ihn, ich auch. Warum? Ja, weil da 10 verschiedene tolle Kuchen gibt und der Cappuccino der Mega-Burner ist, ja. Und der ist aber teuer halt. Was heißt teuer? Also für türkische Verhältnisse teuer, aber da hocken viele Türken drin. Und ich muss aber sagen, lieber ist der teuer und man muss Fett abdrücken, als dass es diesen Laden nicht gibt. Ja, den unterstütze ich gerne. Die waren immer freundlich, immer lieb. Und die Mädels sowieso immer zu mir sehr lieb gewesen, weil sie mich ja lieben. Jede Frau muss mich lieben, ja. Weil ich so süß bin und so hübsch. Ne? Mein Clint Eastwood-Lächeln, ja. Das war Spaß. Das war Spaß. Und jetzt habe ich viel gelabert. Also Leute, einmal im Monat, jeden ersten Dienstag, Gala-Dinner. Bitte alle schick angezogen kommen. 5-Gänge-Menü. Ich schaue, dass es unter 1000 Lira kostet, ohne Getränke. Ha? Ein Gala-Dinner, das wird geil. Da freue ich mich schon drauf. Und wer auch irgendwie künstlerisch was vortragen will, kann das ruhig gerne machen. Und dazwischen wird auch mal getanzt und geshakert. Und das wird schön. Es geht hier nicht um Zusaufen oder was. Es geht hier um interessante Gespräche und ein gutes Essen, gediegen, langsam, slowly, und den Abend genießen mit den ganzen Leuten und sich in die Augen schauen, anstoßen gemeinsam. Es werden natürlich weniger kommen als zu unserem Mittwochstreffen, hoffentlich. Dann haben wir vielleicht einen großen Tisch oder einen Tisch so wie der da und dann stoßen wir gemeinsam an. Aber wie immer schon gesagt, es kann jeder kommen, nicht nur meine Kunden, und wir müssen alle zusammenhalten, und so ein Gala-Dinner, so ein Gala-Essen wird das Ganze in Alanya, die ganze Ding mit aufbauen. In Nürnberg hatten wir aus Argentinien
Kunden gesagt, sie haben sich jetzt entschieden, weil sie bei Adidas gearbeitet haben, Nürnberg und Herzogenaurach, da ist Adidas und Puma, das sind ja Brüder, wisst ihr. Dann haben sie zu mir gesagt, Arne, wir haben uns entschieden, wir wollen bei euch und nicht in Paris, wir wollen in Nürnberg bleiben und weißt warum und nicht warum. Ja, wegen deinem Café. Ja, das war toll, das hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, ich will jetzt hier nicht selber über mich da, bitte auf keinen Fall. Aber ist doch schön, wenn man weiß, es gibt Objekte, da kommen die Leute gerne hin und die, das ist eine Bereicherung für die Stadt, eine Bereicherung für euch, für dich, ja, und deswegen ab sofort jeden Dienstag Gala-Dinner im Motto, 19 Uhr geht's los, 5 Dinner, 5 Gänge-Menü. Und jetzt noch das Wichtigste. Ja, unser Mittwochstreffen ist ja jeden Mittwoch. Kommenden Mittwoch übrigens komme ich mit meiner Frau. Meine Frau ist da und die freut sich auch, euch kennenzulernen. Und sie wird jeden die Hand schütteln und sich vorstellen. Und so muss es sein. Wir müssen mehr solche Sachen machen. Ja, okay. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, es ist nicht Pflicht, immer jeden Mittwoch zu kommen, ja. Und es ist auch nicht Pflicht, jeden Dienstag dann, jeden ersten Dienstag einmal im Monat zu diesem Gala. Es ist überhaupt nichts ist Pflicht, ja. Ich werde auch nach diesem Mittwoch, ich werde in Zukunft nicht mehr jeden Mittwoch zum Motto kommen können, ja. Es ist aktuell wieder viel los, ja. Aktuell die Leute, da ist gerade wirklich die ganze nächste Woche ausgebucht, kannst du fast schon sagen. Ja? Und ich muss ja auch mein Geld verdienen. Aber natürlich werde ich mittwochs kommen ins Motto für unser Mittwochtreffen um 14 Uhr. Und wer da halt nicht kommen kann, der kommt halt nicht. Und wenn ich mal nicht da bin, ja, dann ist halt der Ali nicht da. Ihr seid da, unterhaltet euch. Die kennen euch ja schon mittlerweile alle, die Kellner und so weiter. Aber wo ich immer sein werde, so Gott will, Inshallah heißt das, ja, ist jeden ersten Dienstag bei unserem Gala-Dinner. Da werde ich immer sein. Und natürlich auch mittwochs versuche ich es auch jedes Mal zu schaffen. Okay? So, viel gelabert. Ich hoffe, ich konnte euch dazu inspirieren, dass ihr dann auch mal schickes Kleid, also nicht die Männer, schickes Kleid, schickes Jacket, Sakko, kommt und lassen wir uns gut gehen und dann tanzen wir auch. Oh, das kann man natürlich auch machen, wenn jemand von euch künstlerisch begabt ist, kann er sowas auch machen, seine Bilder mitbringen und wenn möglich bitte echte Bilder, ich habe ja nur Nachdrucke, die echten kann ich nicht verkaufen, das sind alles Geschenke und da sind einige sehr, sehr wichtige dabei, wo die Leute jetzt mittlerweile Stars sind, ja, und wer wirklich malen kann, gerne auch eine Vernissage. Ne? Geil, hä? Wie die Leute alle, ne? Schick angezogen. Schau mal, was sie da für ein. Schaut aus wie der griechischen Antike. Top, wirklich. Also, Leute, genug gelabert. Ich hoffe, ihr kommt. Welches ist denn das? Also, 1. November. Der erste Dienstag im November, das wird unser Gala-Dinner sein. Also kauft euch ein schickes Kleid oder falls ihr schon eins habt, dann passt ja. Und die Männer genauso. Keine Sandalen, richtige Schuhe, keine kurzen Hosen. Und dann essen wir sehr, sehr gut, also wirklich sehr, sehr gut. 5 Dinner-Menü und ein Glas Pinot vielleicht noch dazu. Und bauen wir Alanya noch mehr auf und das ist richtig knallt, ja. Okay, Leute, das muss richtig Spaß machen, gut sein. Und vielen Dank, liebe Grüße und bis zum nächsten Video. Nicht vergessen, 1. Dienstag im November. Gala-Dinner 19 Uhr.
Gottes Wirken. 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 Viel mehr Sicherheit für euch, sowas darf man nicht wieder verlieren. Sehr anstrengend, sehr anstrengend.